Trauer in Sheffield nach der schwersten Tragödie in der Geschichte des europäischen Fußballs. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus aktuellem Anlass haben wir heute das Programm geändert, um auf die Katastrophe in einem englischen Fußballstadion einzugehen. Das übrige Abendprogramm und damit auch der Beginn des Spielfilms werden sich um 15 Minuten verschieben. Mindestens 93 Tote und über 200 Verletzte hat die Polizei bisher in Sheffield gezählt. Wie es zu diesem Massentod zu Beginn des Pokalhalbfinales zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest kam, analysiert Marie-Elisabeth Simmert. Als sich gestern Mittag die Fußballfans vor dem Eingang des Hillsborough-Stadions in Sheffield drängten, schien die Polizei noch alles im Griff zu haben. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich hier die gleichen Vereine mit ihren Fans zum Pokalhalbfinale getroffen und alles war gut gegangen. Unverständlich scheint es im Nachhinein, warum Fußballverband und Polizei den Fans von Liverpool die kleinere Westtribüne zuwiesen, obwohl sie zahlenmäßig weit stärker sind als die Anhänger von Nottingham, die in die mehr als zweimal so große Osttribüne eingewiesen wurden. Das Spiel hatte bereits begonnen, als sich vor dem Stadion noch die Fans drängten. Aufgeregt und ungeduldig drückten die verhinderten Zuschauer auf die Eingänge. Die Lage außerhalb des Stadions schien lebensgefährlich zu werden. Viele begannen einfach über die Mauern zu klettern. Die Polizei entschied daher, um eine Panik zu verhindern, eines der Stahltore öffnen zu lassen, den direkten Zugang zur Westtribüne. Völlig unkontrolliert wurden Hunderte von Menschen in die Westtribüne hineingedrängt. Wer von draußen noch hinein wollte, konnte nicht wissen, dass auf der Tribüne bereits ein heilloses Gedränge herrschte. Ein Gedränge, dem auf den vergitterten Tribünen niemand mehr entkommen konnte. 5 Minuten nach dem Anpfiff rannte ein Polizist auf das Feld und ließ das Spiel stoppen. Doch auf der Westtribüne war die Katastrophe offenbar nicht mehr aufzuhalten. Mit tonnenschwerer Wucht wurden die Menschen gegen Eisenbarrieren und Zäune gepresst. Verzweifelt versuchten einige, sich auf die darüberliegende Tribüne zu hangeln. Wer an einer der Stahlbarrieren mitten in der Tribüne stand oder nah am Gitter, hatte keine Chance. Die Menschen wurden grauenvoll zu Tode gequetscht. Auch hier gelang es einigen, über die Absperrungsgitter zu entkommen, die gerade so konstruiert wurden, dass eigentlich keiner rüberklettern kann. Wer diese grauenvollen Bilder gesehen hat, wird sie nie vergessen. Und ein langes Nachspiel wird die Hilflosigkeit haben, mit der reagiert wurde. Die Polizei vor dem Zaun musste mit ansehen, wie unmittelbar vor ihr, hinter dem Zaun, die Menschen zerquetscht wurden. Kein Drahtschneider war zur Hand, um den Käfig zu öffnen. Es fehlte an den einfachsten Hilfsmitteln zur Rettung. Aus Reklameschildern wurden in der Not Tragen. Es gab keine Sauerstoffgeräte. Weshalb viele auf dem Rasen vor der Tribüne, nachdem sie befreit waren, schließlich ersticken mussten. Der jüngste Tote, so weiß man bislang, war ein 12-jähriger Junge. Unter den Opfern sind besonders viele Teenager, die die Stehplätze mit der guten Aussicht unmittelbar vor dem Eisengitter ergattert hatten. Das schwerste Unglück in der Geschichte des englischen Sports ereignete sich unvorhergesehen und auf eine Art, mit der anscheinend niemand gerechnet hatte. Denn warum sonst war man bisher stolz auf die Eisengitter, die jeden Druck standhalten? Offenbar verkündete keine Lautsprecherdurchsage der Menge auf den anderen Tribünen, dass sich hier eine Katastrophe ereignete. Die Fans von Nottingham auf der anderen Seite des Stadions stimmten ihre Kampflieder an und glaubten, bei den Liverpoolern sei eine Schlägerei im Gang. Als sie sich aufmachten, um mitzumischen, sah es für einige Minuten so aus, als ob es nun auch noch zu einer Schlacht der Hooligans käme. Doch die Polizei konnte das mit einer lückenlosen Absperrung verhindern. Die Versorgung der Verletzten, sobald sie aus dem Kessel befreit werden konnten, übernahmen die örtlichen Krankenhäuser. Die Verletzungen selbst waren so furchtbar, wie es zu ahnen war. Knochenbrüche, eingedrückte Brustkörbe, zerquetschte Leiber. Welche physischen Schäden die Geretteten davontragen, lässt sich noch nicht absehen. Denn außer dem psychischen Schock waren viele Minuten lang atemlos. Das heißt, auch das Gehirn erhielt keinen Sauerstoff.
Als die Fans, die der Katastrophe entkommen waren, spätabends in Liverpool eintrafen, ging es noch voller Entsetzen um die Frage, warum hat die Polizei das Tor geöffnet? Natürlich, sagt dieser junge Mann, strömte dann alles in die Westtribüne. Noch gestern Nacht gab der zuständige Polizeichef eine erste Pressekonferenz. Das Tor, so sagte er, wurde auf Anweisung der Polizei geöffnet und ich bin mir nicht bewusst, dass das in einer Verbindung zu dem Andrang auf den Tribünen steht. Aber genau das wird eine der Fragen sein, mit denen Großbritannien in den nächsten Tagen zumindest begreifen möchte, wie es zur Tragödie von Hillsborough kommen konnte. Die Stadt Sheffield stand heute noch ganz unter dem Schock der gestrigen Tragödie. In den Krankenhäusern erzählten Überlebende von dem chaotischen und für viele tödlichen Gedränge. In den Gottesdiensten wurde den Opfern gedacht. Stimmen und Eindrücke vom Tage danach, gesammelt von Marie-Elisabeth Simmert. Großbritannien steht unter dem Schock der Tragödie von Sheffield. Die britischen Sonntagszeitungen konnten heute Morgen die Zahl der Toten noch nicht richtig angeben, aber ihre Fotos aus dem Stadion von Hillsborough sind erschütternde Belege für das Entsetzen. Blumen werden seit gestern Nacht am Stadion niedergelegt. Hilflos weinen Menschen auf der Straße. Selbst wer sich nie für Fußball interessierte, versucht irgendetwas gut zu machen, zu helfen und mit Fremden zu trauern. In den Krankenhäusern schilderten Überlebende, die in der Lage dazu waren, was sie gestern durchgemacht hatten. Es war schlimm, sagt dieser Mann. Und auf die Frage, warum er sich nicht helfen konnte, meint er, es gab keine Chance. Man war auf die Gnade von allen angewiesen. Wir wurden alle nach vorne geschoben. Ich wurde durch den Tunnel gedrängt und danach zu Boden gedrückt. Und wenn man am Boden lag, konnte man nicht mehr aufstehen. Man konnte sich nicht bewegen. Man musste über den Zaun gehoben werden. Aber jeder hat dafür gekämpft, die Verletzten raus auf das Spielfeld zu bringen. Da haben manche versucht, wenigstens ihre Frauen rauszubringen. Das Gedränge war unvorstellbar. Wir konnten uns überhaupt nicht bewegen. Wir hörten nur, dass sie die Tore geöffnet hatten, um Zuschauer reinzulassen. Das war wohl das Beste, was sie tun konnten. Denn sonst hätte es draußen ein Unglück gegeben. Als ich rauskam, lag ich am Boden und neben mir lag zitternd ein anderer. Er bat mich, seinen Kopf zu halten. Die Ärzte rannten hin und her, um eine Ambulanz für ihn zu kriegen. Aber er sah mich nur an und sagte, hilf mir. Und dann starb er in meinen Armen. Den ganzen Tag wurde in den Kirchen gebetet. In der katholischen Kathedrale von Liverpool sprach ein Mann das öffentliche Gebet, der selbst Augenzeuge der Tragödie im Hillsborough-Stadion gewesen war. Lasst uns beten, dass die uns hier in dieser Gegend so kostbare Freude am Sport die jüngste ganz unglaubliche Katastrophe überwinden hilft. Wir bitten Gott, bei allen Leiden in der ganzen Welt die Sorgen und die Bestürzung zu lindern. Er möge ihnen helfen, dass sie jemals wieder eine sorgenfreie, glückliche Freizeit genießen können. Lord, in your mercy. Diese schrecklichen Bilder der Opfer werden Fußballfans hoffentlich noch lange in Erinnerung behalten. Und sie mahnen bei aller Begeisterung für ihren Sport auf Aggression und Gewalt im Stadion zu verzichten. Denn Schlägereien, Verletzte und Tote auf Fußballplätzen gibt es fast überall auf der Welt. Unübersehbar ist jedoch, dass die meisten Fußballtragödien in den letzten Jahren in britischen Stadien stattfanden oder von britischen Fans provoziert worden sind. Ein Rückblick von Marie-Elisabeth Simmert. Die englische Zeitung Sunday Telegraph schreibt heute, dass Fußballkatastrophen offenbar zum englischen Schicksal gehören wie Erdbeben in Südamerika und Hunger in Indien. 1971 wurden im Ibrox-Stadion in Glasgow 66 Menschen getötet und 200 verletzt, als Fans nach einer überraschenden Spielverlängerung wieder in die Ränge zurückdrängten. 1985 starben im Stadion von Bradford 56 Menschen, mehr als 300 wurden verletzt, als eine weggeworfene Zigarette unter den hölzernen Tribünen Feuer fing. Aber damals wurde ein noch größeres Ausmaß der Katastrophe verhindert, weil sich viele Zuschauer in das Stadion retten konnten.
Nur 18 Tage nach dem Inferno von Bradford im Mai 1985 starben 39 Menschen im Heysel-Stadion in Brüssel, weil die englischen Fans aus Liverpool auf die Anhänger der italienischen Fußballmannschaft einprügelten. Es entstand ein tödliches Gedränge. Es war wie in Brüssel, sagen heute die Überlebenden von Sheffield. Die schweren Krawalle im Heysel-Stadion gingen zweifellos auf das Konto der als besonders aggressiv und gewalttätig verschrienen englischen Fußballfans, den sogenannten Hooligans. Diesmal, so scheint es, trifft sie keine Schuld. Es sei denn, man wirft ihnen vor, das Spiel ihrer Lieblingsmannschaft notfalls auch ohne Karte sehen zu wollen. Verantwortlich für die Katastrophe in Sheffield erscheinen vielmehr eine falsche Polizeitaktik und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen. Die Bundesliga-Stadien der ersten und zweiten Liga gelten international als relativ sicher. Trotzdem stellt sich natürlich heute die Frage, ob sich eine ähnliche Tragödie auch in deutschen Stadien abspielen könnte. Ein Bericht von Rainer Kopke und Karl-Peter Schickendanz. 9. Juni 1979. Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es nach der Begegnung zwischen dem HSV und Bayern München zu katastrophalen Ausschreitungen. Vor der Siegerehrung des HSV zum Gewinn der deutschen Meisterschaft drehen alkoholisierte Fans total durch. Rund 1000, meist jugendliche HSV-Fans, verschaffen sich in der Westkurve gewaltsam Zugang zum Innenraum des Volksparkstadions. Schutzgitter und Zäune werden niedergetrampelt, Tore aus der Verankerung gerissen. Viele Schwerverletzte, unzählige Leichtverletzte. Das war die Bilanz an einem Tag, der eigentlich als Freudentag in die Vereinsgeschichte des Hamburger Renommierclubs eingehen sollte. Das Chaos 24 Stunden danach. Die Sachbeschädigungen gingen in die Hunderttausende. Sechs Jahre später nahm die Stiftung Warentest die Bundesliga-Arenen ins Visier. Die Sicherheitsrisiken waren in der Regel größer als vermutet. Besonders bedenklich das Panik- und Staurisiko im Hamburger Volksparkstadion. Die Berliner Inspekteure schlugen Alarm. Im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Lande wurde dann endlich investiert. 1,2 Millionen Mark allein für die Sicherheit. Dazu eine neue Kommandozentrale der Polizei, die auf den neuesten technischen Stand gebracht wurde. Hilfs- und Sicherheitskräfte, Feuerwehr und Rettungsdienste können jetzt wesentlich schneller dirigiert werden als zuvor. Totale visuelle Überwachung rund um das Stadion. Der größte Gefahrenherd, die Westkurve, wurde entschärft. Wellenbrecher wurden verdoppelt, Auf- und Abgänge farblich aufeinander abgestimmt. 3 Meter hohe geknickte Schutzzäune und Tore zum Innenraum mit hydraulischer Dämpfung. Die Sicherheitsexperten haben das Volksparkstadion als Problemfall abgehakt. DFB-Pressesprecher Wolfgang Niersbach bestätigt die Sicherheitsinitiativen des DFB. Ja, der DFB kann einwirken auf die Vereine und auf die Eigner der Stadien. Das sind in der Regel die Städte. Und das sind ganz strenge, auch baupolizeiliche Sicherheitsbestimmungen, die gerade im Vorfeld der Europameisterschaft im letzten Jahr überprüft worden sind. Da sind die 8 Stadien, in denen die Europameisterschaft ausgetragen worden, die sind 3-mal überprüft worden, sie sind baulich verändert worden, auf den neuesten Sicherheitsstand gebracht worden. Und gerade ist eine DFB-Kommission dabei, auch die anderen Stadien zu überprüfen. Also ich glaube, präventiv ist da alles gemacht worden bei uns, was man überhaupt nur machen kann. Jüngstes Beispiel ist der FC St. Pauli. Die Sicherheitskommission des Deutschen Fußballbundes überprüft hier die gemachten Auflagen an Ort und Stelle. Unter der Leitung des Sicherheitsexperten Wilhelm Hennis nahm eine Platzkommission des DFB das Willem-Koch-Stadion unter die Lupe. Eine Bestandsaufnahme, die Hennis so kommentiert. Ja, können wir durch so ein Tor mal reingehen? Oder? Es ist so, dass die Kommission zunächst mal eine Bestandsaufnahme vornimmt. Und das haben wir hier im Stadion getan. Wir werden uns jetzt im Anschluss daran zusammensetzen und das auflisten, was wir zu beanstanden haben und welche Maßnahmen wir im Einzelnen vorschlagen werden. Das werden bauliche Maßnahmen sein. Das wird aber auch sich mit der Organisation von Bundesligaspielen befassen, mit den Aufgaben, mit dem Tätigwerden des Ordnungsdienstes, mit den Polizeieinsätzen und überhaupt mit den Verpflichtungen des Veranstalters eines Bundesligaspiels. Auch wenn alle Auflagen des DFB erfüllt werden, eine Sicherheitsgarantie kann keiner geben. Allerdings
Durch Präventivmaßnahmen kann das Sicherheitsrisiko zumindest auf ein Minimum reduziert werden. Noch einmal Wolfgang Niersbach. Mit absoluter Sicherheit kann man es nicht ausschließen, aber es ist, würde ich sagen, nahezu unmöglich. Wir hatten gestern das Spiel in Dortmund, 54.000 Zuschauer. Und da ist auch 3 oder 4 Tage vorher gesagt worden, Leute, es hat keinen Zweck, dahin zu kommen. Das Spiel ist ausverkauft, es gibt keine Karte mehr. Ob das gestern in Sheffield ähnlich war, ob diese Vorinformation vielleicht auch fehlte, das vermag ich von hier nicht zu beurteilen. Wie immer diese Vorinformationen auch aussehen. Vielleicht können Fanprojekte wie bei der Fußball-Europameisterschaft dazu beitragen, Aggressionen abzubauen und von der nicht vorhandenen Eintrittskarte abzulenken. Eine Idee, die sich seinerzeit bewährt hat und die möglicherweise zur Lösung des Problems beitragen könnte.